Guten Abend. Was? Sie haben es schon erfahren. Ich wurde heute Morgen aus tiefem Schlaf, als Langschläfer, aus tiefem Schlaf geweckt mit übler Nachricht, dass der Referent nicht kommt. Ich versuchte nochmals zu schlafen, aber es hat da gedreht. Ja, was machen wir da? Ich kann jetzt nicht einzelnen telefonieren und so. Also, er hatte noch die Hoffnung, dass wir das über Zoom machen können. Dann wäre hier jetzt der Bildschirm mit dem Herr Kube. Und am Nachmittag rief er an, es hätte so Kopfschmerzen und Übelkeit. Er würde sich das nicht zutrauen. Ja, und dann habe ich ein paar eigene Gedanken zusammengetragen, wie ich jetzt Ihnen vielleicht in 10 Minuten vortragen will. Und zwar über Propaganda, Kriegspropaganda. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Facebook-Beitrag über das Tier aus dem Abgrund. Das ist in der Apokalypse. Da heißt es, dass Völker, Könige, Nationen, alle würden sich vor diesem Tier niederwerfen und es anbeten. Ein Bild von Daniel, dass diese Tiere bedeuten die großen Imperien wie Assur, Babylon, Rom, Griechenland, und die Menschen beten es an, sie müssen. Und dann habe ich da geschrieben, ja, heute sei das auch so, dass man halt diese Imperien sich niederfällt und sich duckt. Und zwar nicht nur im Osten, in Russland, sondern auch hier. Und das hat heftigen Protest erlöst. Nein, ich sicher nicht. Ich bin sicher nicht dabei, ein Tier anzubeten. Und es gab eine interessante Diskussion. Aber das auch mal auf die eigene Sicht hin zu hinterfragen, inwiefern sind wir auch anfällig, uns vor dem Tier, vor dem Imperium niederzufallen. Wer hat schon einmal gehört oder gelesen diese Grundsätze der Kriegspropaganda? Darf ich fragen, es interessiert mich, wer hat die schon mal gelesen in den letzten 2 Jahren? Mhm. Die sind so brisant und aktuell, dass ich damals, als der Krieg losging, das Gefühl hatte, nicht zu laut, nicht zu weit verbreiten. Die NZZ hatte mal einen kleinen Beitrag darüber, hat aber sogar verwechselt, von wem die kommen. Da hat der Journalist nur Wikipedia zitiert und dort ist es falsch aufgeführt, woher die wirklich stammen. Die stammen aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, wurden um 1920 herum formuliert. Und zwar gilt das für beide Seiten. Wir wollen den Krieg nicht. Ja, man kann sich gleich machen, natürlich wollte Putin der Krieg und wir wollten, der Westen wollte sicher keinen Krieg. Die gegnerische Lage, das gegnerische Lager trägt die Verantwortung, ja, das ist eigentlich dasselbe. An diesem Krieg ist nur Putin die Schuld und wir werden nachher dann uns die Frage stellen, inwiefern ist so ein Beitrag wie von Ulrich Schmid wertvoll, dass man eben auch die Vorgeschichte studiert. Denn oft wird dann gesagt, die Vorgeschichte interessiert mich nicht. Ich sehe, dass Putin da einmarschiert und er ist der Aggressor. Inwiefern ist die Vorgeschichte wichtig? Das gegnerische Lager trägt die Verantwortung. Der Führer des Gegners ist ein Teufel. Ja, das haben wir im aktuellen Krieg öfters schon gelesen und gesehen. Ich zeige da noch ein paar Beispiele. Wir kämpfen für eine gute Sache. Ja, wie könnte man anders kämpfen sonst? Wie könnte man sein Leben hingeben, wenn man nicht das Gefühl hätte, für eine gute Sache einzustehen? Und darum ist die Propaganda, seine Sache als gute Sache zu erklären,
total wichtig, sonst könnte man gar keinen Krieg machen. Und dass das eine gute Sache ist, das geschieht auf beiden Seiten im aktuellen Krieg. Der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen. Ja, das war im Ersten Weltkrieg noch brutaler, als da mit Giftgas gearbeitet wurde. Aber so kenne ich nicht aus, aber wohl beide Seiten. Hier ist der Vorwurf oft da. Streubomben hat die Ukraine bestellt und bekommen. Und dann hieß es dann aber, ja, die Russen nutzen schon viel länger und viel mehr Streubomben, was man nicht genau überprüfen kann. Oder ich habe keine objektiven Informationen gefunden dazu. Die Informationen sind ja wirklich immer auch sehr zwiespältig. Der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten, wir nur versehentlich. Also das erste Kriegsbild vor 2 Jahren, das war ja, das kennen fast alle, das war eine Mutter, eine schwangere Mutter, mit Blut überströmt vor einem Spital, hat eine Gebärdsklinik angegriffen. Und das kann man über die ganzen 2 Jahre verfolgen. Die Bilder, die aus der Ukraine kommen, die sind natürlich ukrainische Propaganda. Alle Anreisenden mussten Butscha besuchen. Das war schon mehr eine touristische Pflichtübung. Und in Russland wird man natürlich auch nicht erfahren, was an der Front und was in Kiew oder irgendwo zerstört worden ist an Kulturgütern. Also, was wir aus den Kriegsbildern sehen, ist immer bestimmt von den einzelnen Parteien. Unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Da zeige ich Ihnen dann gleich ein Beispiel von heute, von Meldungen heute, wo scheinbar Zelensky erstmals preisgibt, wie viele Tote sie haben. Sollen 30.000 sein. Und bei den Russen sollen es 500.000 sein, also Tote und Verletzte. Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Ja, die armen Künstler in den letzten 2 Jahren, wehe, man sagt ein falsches Wort, oder auch Professorinnen, Professoren, diese russischen Künstler, die hier lebten und leben und hier bleiben wollten, die mussten fast bekenntnishaft auf die Knie gehen und sagen, Putin ist ein Teufel, wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und umgekehrt in Russland, Dissidenten, die den Westen verstehen wollen oder für Demokratie eintreten, die verlieren ihren Job, verlieren ihre Karriere oder kommen gar ins Gefängnis. Unsere Mission ist heilig. Ja, also in Russland ist sie heilig, ja, dort ist die orthodoxe Kirche so involviert. Aber bei uns fällt mir jetzt nicht gerade etwas ein. Die Heiligkeit der Ausrüstung der Ukraine, sie ist vielleicht scheinheilig. Also all die Politiker, die unbedingt nach Kiew reisen wollten, um ein Foto mit dem Zelensky Umarmung zu haben, diese, was aber oft auch für die eigene interne Parteikämpfe dienen wollte. Zuerst muss man sagen, Ukraine braucht dringend Hilfe und dann sind es die Politiker, die Hilfe bringen und als rechte Menschen, gute Führer angesehen werden. Wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Ja, das findet man in Foren. Es gibt ja heute nicht nur die offiziellen Medien, sondern es gibt heute halt durch die Facebook, YouTube, all die Kanäle,
kann jeder seine Meinung sagen, mehr oder weniger. Und da wird man schon auch, wenn man was Falsches sagt. Ich habe mal den vielleicht dummen oder frechen Satz gesagt, geschrieben, lass doch endlich den Putin seine Beute und hört auf mit dem Krieg. Also die Beute meinte ich diese Ostgebiete. Und da habe ich also ganz böse Sätze auf meinem Facebook-Kanal lesen müssen. Von angesehenen Leuten, deren Namen ich hier jetzt nicht nenne. Ja, es gab dieses Interview, würde mich auch interessieren, wer hat das Interview von Carlsen mit Putin angeschaut, fast über 2 Stunden? 3, 4 Leute, einige an wenigen. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe den Adrian Keller schon gesagt, wenn ich Daniele Ganser sage, darfst du schon gehen, wenn du magst. Der Daniele Ganser ist ein Historiker und er macht aktuelle Analysen auch. Und einen Beitrag habe ich gehört, wo er bespricht, wie die Medien in unseren Medien dieses Interview besprechen. Also es gibt einige Medien, die sagen, beachtlich, erstens, dass das zustande gekommen ist, das könnte Versöhnung schaffen, endlich können die Amerikaner erfahren, was Putin eigentlich will und meint, und andere haben es total zerrissen, journalistisch oder eben inhaltlich, reine Propaganda, und sind so Titel wie da jetzt Tagesschau einfach ignorieren. Bitte hört euch das nicht an, verlorene Zeit. Und das ist ein Kampf, also der da stattfindet. Und wie dieser Kampf stattfindet, um die Menschen davon abzubringen, dieses Interview zu hören, oder es eben doch hören zu sollen und es zu Herzen zu nehmen. Ja, der Mediennavigator. Der Mediennavigator, Daniele Ganser sitzt da in einem Film vor diesem Mediennavigator und bespricht etwa 40 Schlagzeilen von Zeitungen als Reaktion auf dieses Interview. Und das geht von ganz rechts bis ganz links. Da kann man genau sehen, wie die Meinungen weggehen. Ganz rechts, NATO-konform. Ganz links, NATO-konform, links, NATO-kritisch. Da haben wir Russia Today, China, ja, Antispiegel. Oder in der Mitte haben wir, fast in der Mitte, haben wir die Weltwoche. Ja, Arte, beachtlich. Und dann 20 Minuten sehe ich da noch, Blick, Bild, kurzen. Und die NZZ da ganz konservativ, NATO-konform. Und all diese Schlagzeilen, Titel, die Ganser da bespricht, da wird einem wirklich klar, aha, die gleiche Tatsache, das gleiche Interview wird einmal so besprochen, so schlecht gemacht, einfach ignorieren, bitte vergebt nicht eure Zeit dazu, das ist Propaganda. Und auf der anderen Seite eben dann immer mehr Beachtung, oh, es ist das Jahrhundertinterview und so, die verschiedenen Weltsichten. Und damit müssen wir leben. Und es ist schade, wenn Leute nur in einer Bubble leben und immer nur die gleichen Nachrichten von den gleichen Quellen hören und niemals die andere. Ich hatte eine Zeit, da habe ich mal ein indischen Nachrichtenkanal von der Regierung am Anfang des Krieges. Und das war schon erstaunlich, wie da total anders über den Krieg in der Ukraine berichtet wurde. Heute weiß man, dass Indien sich da eher anschließt als Russlandfreund, auch wirtschaftlich profitieren die jetzt sehr.
weil der Westen ja kein Öl mehr von Putin und kein Gas Indien profitiert. Und einfach ganz andere Art von Nachrichten. China auch natürlich. Gut. Jetzt ein paar Beispiele. Das war heute. Eben 31.000 Ukrainer sind in diesem Krieg schon gefallen. Es ist mehr als genug. Die Zahl wird ganz bestimmt größer sein. Wenn man dann sagt, ja, es sind nicht 300.000, wie Putin sagt, das ist alles Unsinn, sie beziffert die russischen Verluste auf 180.000 Tote und 500.000 Verwundete. Ja, das ist ein trauriges Kapitel, dass man mit den Toten lügt, verheimlicht oder sich brüstet. Schon 100.000 Russen haben wir umgebracht, hat Zelensky den beiden auf der Reise dorthin nach Amerika mitgeteilt. Ja, das sind alles Menschen, die Mütter haben, Eltern haben, Geschwister haben und ein Leben vor sich gehabt hätten. Jeder Tote ist einer zu viel, hieß es bei Corona. Und wer sich nicht den Corona-Vorschriften untergeordnet hat, galt als Gefährder seiner Großeltern, als jemand, der dem Tod der Angesteckten egal ist. Ja, man hat die Argumente da gehabt, die Leute sterben, sie sind ja gestorben in dieser Zeit. Aber man hat mit dem Tod gespielt und hier wird auf andere Weise mit dem Tod gepokert. Das war am Anfang des Krieges, vor 2 Jahren, genau. Die Zeitungsausschnitte sind vom, ja, sind genau 2 Jahre her. Also ein Bild vom heldenhaften Zelensky, der mit seinem Handy sich präsentiert, ich bleibe hier, ich schaue meinem Land, und auf der anderen Seite ist er ein finsterer Teufel, der sogar mit Atomkrieg droht. Eigentlich, ja, es ist Berichterstattung, aber man muss immer auch die Zwischentöne oder die Bildsprache lesen. Auch ziemlich am Anfang heldenhaft, also einfach wie die Ukrainer als Helden gefeiert werden. Sie verteidigen unsere Werte. Sie sind es, die ihr Leben geben gegen das Bollwerk des Teufels im Osten, der uns gefährden kann und wegen dem wir uns jetzt wieder aufrüsten müssen und so viel Ausgaben haben für Militär und so viel Waffen in der USA kaufen müssen. Darum, Ukrainer, danke, ihr Helden. Wir werden noch weitere Waffen liefern, damit ihr euch noch länger wehren könnt. So, der Tenor der Medien und in Deutschland Talkshows, da wird fast den Leuten ein schlechtes Gewissen gemacht. Der Rückeroberung hat nicht funktioniert, weil wir zu faul, zu langsam, zu träge waren. Jetzt muss endlich ein Gamechanger kommen, eine Waffe, die zum Durchbruch hilft. Und es geht so weiter und weiter. Und man fragt sich, wie lange noch und wohin. Ja, da haben wir noch den Teufel selber. Ein Philosoph, ein tiefer Denker, der Russland als mit einer Mission denkt. Russland, wie es in 1000 Jahren gewachsen ist. Russland soll nicht zergliedert werden wie Libyen und in einem Krieg, in einem Chaos zerfallen, sondern Russland soll zusammenhalten, soll der Welt ihren Beitrag geben. Das sagt dieser Philosoph
und ist natürlich für Putin ein Inspirator. Ja, schau mal die schönen Fotos an. Wann erhalten Leute in der NZ so ein würdiges Foto, so groß? Die Leute hat man rausgeputzt, beste Kleidung, beste Haltung. Das sind nicht nur Vorbilder, sondern das sind Menschen, denen man vertrauen kann, auf die man hören soll. Ihr kennt den Herrn, Matthias Kolb, arbeitet an der ETH Zürich als Militärberater, Kriegsberater. Und er hat sich etwas weit rausgelehnt da und musste sich später hart verteidigen. Das kommt schon noch. Russland wird den Krieg im Oktober verloren haben. Später, man hat halt viele so Abfallwaffen geliefert und nicht die besten Waffen. Hätten die Ukrainer die besten Waffen bekommen von der Ukraine, hätten sie es, vom Westen, hätten sie es geschafft, den Durchbruch bis zur Krim. Aber ja, es stimmt auch, man hat den Ukrainern zum Teil einfach altes Material geliefert, das man nicht mehr brauchen konnte. Und ja, ob die Flugzeuge noch kommen und wie, sind aber auch alte. Ja, und die Frau Strack-Zimmermann ist gerade aktuell wieder sehr am Weibeln für diese Tauschwaffen. Genau, sie wollte im Bundestag das durchsetzen, dass jetzt diese endlich Taurus Langstreckenwaffen 400 Kilometer. Dann der Herr Röpke, er macht fast jeden Tag eine Berichterstattung über die Kriegssituation. Und sammelt die Videos, die er aus der russischen Propaganda kriegt und aus der ukrainischen Propaganda. Und sagt schon am Anfang, ja, leider müssen wir ein paar harte Fakten, schlimme Fakten für die Ukraine berichten und anschauen, aber es gibt auch ein paar Erfolge, ein russisches Flugzeug wurde abgeschossen. Wir kommen zuerst zu dem, und dann kriegt man die Bilder von dort. Eindeutig natürlich Partei, und es gibt Leute, die vielen Abonnenten, 1,5 Millionen Abonnenten, und das nach 3 Tagen 420.000 Aufrufe. Es gibt viele Leute, die den Krieg so gerne live verfolgen, anteilnehmen und wirklich mitfiebern. Ah, jetzt, oh nein, jetzt sind sie wieder kein Erfolg. Also man sieht das auch an den Kommentaren, dann wie das läuft. Jetzt ein paar YouTube-Kanäle, die andere Seite vertreten oder vertreten. Neutralitätsstudien. Ich glaube, es ist ein österreichischer Kanal, der sammelt Beiträge, in denen versucht wird, so neutral wie möglich auf den Krieg zu sehen. Und also auch Neutralitätsstudien. Aber die haben nur 8.700 Aufrufe, ja, 90 Stunden und 12.000 Abonnenten. Das ist eigentlich kein Vergleich, wenn man jetzt zu dieser Kriegsberichterstattung von Bild vergleicht. Hier vergleicht der Mann heute dass die von der Leyen weitere 5 Jahre Europa lenken soll mit fast chinesischen oder russischen Verhältnissen. Sie sei nämlich die einzige Kandidatin und sie könne nur sich selber im Schatten stehen. Und sie würde wahrscheinlich wieder gewählt. Und er sagt auch, dass es hier, da oben gibt es eine Warnung. Und, gerade unter dem Subscribe
Euronews is founded in whole or in part by the European Union. Da Wikipedia eine Warnung, dass diese Beiträge von der EU gesponsert sein. Also der Kanal sei dort auch gesponsert von dort. Was hat denn hier? Ah ja. Noch zu sagen, bei den Kriegsberichterstattungen, wenn so eine Streubombe in übende Soldaten fällt und das wird gefilmt, dann wird gepixelt. Also das mutet man den Leuten nicht zu. Dass die Neutralitätsstudien, so ein Überblick der letzten Filme, die sie aufgeladen haben, der General Harald Kujat, ja, der ist der vertritt in Deutschland Positionen, die, also NATO-General, der kann nicht an die öffentlichen Fernsehsender, aber in solchen Kanälen sagt er knallhart, was die NATO eigentlich vorhat. Sie will einfach keinen Rivalen im Osten und dafür werde die Ukraine missbraucht, dass sie Russland schwächt. Darum auch, Russland darf nicht ganz vermehren, aber sie soll geschwächt werden in ihrer Fähigkeit. Aber Russland wird gestärkt, militärisch aufgerüstet, sie muss, so wie der Westen jetzt aufrüstet, wegen dieser Gefahr, weil Russland aufrüstet. Ja, das ist ein Schweizer Ex- General, der auch weltweit tätig war, der kommt auch nur in Nischensendern vor, der auch scharfe Analysen hat, der Jacques Baud, er hat schon von ihm gehört. Jacques Baud, ja. Also nur ein paar Friedensaktivisten haben seine Stimme schon gehört. Ja, und nicht zuletzt. Der Roger Köppel vertritt eigentlich schon recht Putin-freundliche Ansichten. Der reist auch mal wieder nach Moskau und wandert mit seiner Kamera durch die Straße Moskau und sagt, der Internetempfang ist viel besser als in Berlin. Und er interviewt dort Leute, wo er das Gefühl hat, die seien zufällig da vorbeigekommen, die die künstlerische Freiheit loben. Aber seine Analyse und seine tägliche Sendung ist irgendwie doch beachtenswert. Er steht morgens um 4 auf, geht die Zeitungen durch und macht zweimal eine halbe Stunde, eine für die Schweizer und eine für Deutschland und Österreich, international täglich. Also, und dann noch Spezialsendungen. Das ist schon fast ein missionarischer Eifer, der er da gefunden hat. Ich habe zuerst gelächelt, als ich vor Jahren mal seine Versuche mit diesem Kanal hineingeschaut habe. Was will der jetzt da irgendwie auch ein YouTuber werden? Aber inzwischen hat er 225.000 Abonnenten und nach 10 Stunden 22.000 Aufrufe. Also das ist bald wichtiger als die geschriebene Zeitung Weltwoche, wo er ja versucht, neutral immer beide Seiten zu zeigen, also was er auch tut, manchmal ganz provokativ, sehr NATO-freundliche Stimmen, wieder sehr Putin-freundliche. Ja, gut, das war meine Einführung in die Propaganda, wo man sich in der Regel so wohlig warm fühlt im eigenen schweizerischen 10 vor 10 oder der Tagesschau oder der Zeitung etc. am Morgen, wieso? Man schmiegt sich da an, wenn man nichts anderes kennt. Und das Gleiche ist eben auch in Russland so, da läuft der ganze Tag der Fernseher mit den Staatssendern, wo man erfährt, wie der Westen sich da verspürt gegen Putin, wie man dekadent ist und Schwule heiraten lässt und sogar Geschlechts- und solche Fragen, da wird auch ein bisschen Stimmung gemacht und die,
die Schattenseiten dieser freien Welt, die man nicht will in Russland, die wird groß und breit gezeigt. Dass man auch merkt, um was man kämpft in der Ukraine. Es geht darum, dass die Ukraine nicht in den Zug dieser sündigen westlichen Freiheit hineinkommt. Also jetzt habe ich doch eine halbe Stunde da gepredigt. Jetzt schauen wir uns einen Ausschnitt von Ulrich Schmid an.